Hallo meine lieben Freunde, die Christen feiern die Auferstehung Jesus. Himmelfahrt. Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel. So berichtet es die Bibel. Seit dem 4. Jahrhundert feiert das Christentum Himmelfahrt. Himmel. Welche Bedeutung hat der Himmel? Für viele Menschen ist es ein Sehnsuchtsort. Dort versprechen sie sich Gerechtigkeit, Wohlergehen, Freude und Trost. Himmelfahrt soll uns an die Gnade Gottes erinnern und bringt uns zum Bewusstsein, dass die menschliche Herrschaft auf Erden nur begrenzt ist. Nur allein die göttliche Macht, unser allmächtiger Gott und Vater, hat die alleinige Macht und Herrschaft über alles. Der Trost für uns Menschen ist aber, dass wir nach unserem Tod zu Gott und seinen Engelscharen zurückkehren. Denn die Seele des Menschen ist unsterblich. Doch nun zum heutigen Himmelfahrtstag. Die Gläubigen gehen zum Gottesdienst und verbinden sich im Gebet mit anderen zu Gott. Sie erinnern sich, dass Maria die erste Zeugin der Auferstehung Jesus Christus von den Toten war. Für Maria war die Begegnung mit dem Auferstandenen Grund österlicher Freude. Sie brachte die Nachricht den Jüngern, die es weiter zu den Menschen, zu allen Gläubigen trugen. So ist der Glaube der Menschheit an die Auferstehung. Denn der Glaube an den Auferstandenen erweckt Hoffnung. Glaube ist Segnung für die Welt und macht uns zu Botschafter des Evangeliums. So wollen wir in Freude einstimmen, heute, morgen und in Ewigkeit. Denn Christus ist auferstanden. Halleluja! Halleluja! Halleluja!